Audi S5, BMW 335i. Open Air Sport für Besserverdiener. In der offenen Version wird der S5 von einem V6 Turbobenziner mit 333 PS befeuert. Der hat mit den knapp 1,9 Tonnen Gewicht des Ingolstädters zwar keine Probleme, aber der Sound könnte prägnanter sein. Mindestens 61.400 Euro kostet der Spaß. 27 PS schwächer, dafür aber auch leichter als der Audi, wuchtet der BMW 335i seine Kraft an die Hinterräder. Er rangiert einen Platz unter dem Topmodell M3 und kostet mit 52.350 Euro deutlich weniger als der Audi, allerdings bei schlechterer Ausstattung. Wuchtig, sportlich massiv. Im direkten Vergleich wirkt der BMW neben dem S5 fast schon zierlich. Zwei Endrohre sind die einzigen Hinweise auf die 306 PS Leistung. Beim Audi dagegen volles Programm. Heckschürze in Diffusoroptik und vier dicke Rohre zeugen von der Potenz des Ingolstädters. Der BMW mit festem Klappdach bietet bei offenem Verdeck ein schlecht nutzbares Kofferräumchen mit 210 Litern Volumen. Es ist nur für flache Taschen geeignet. Schließt man das Dach, stehen immerhin 350 Liter zur Verfügung. Der zerklüftete Kofferraum bleibt aber schlecht nutzbar. Anders im Audi. Dank Stoffdach passen selbst bei offenem Verdeck schon 320 Liter rein. Sporttaschen sind kein Problem. Die maximal 380 Liter bei geschlossenem Dach sind gut nutzbar und voll urlaubsreisetauglich. Ein weiterer Nachteil des Klappdaches, es kann nur im Stand geöffnet oder geschlossen werden. Klarer Pluspunkt für den Audi. Hier funktioniert der Striptease bei 50 km/h auch während der Fahrt. Wegen der komplizierten Konstruktion mit zahlreichen Motoren und komplexer, empfindlicher Falltechnik muss der BMW stehen bleiben, damit sich das Dach nicht verkeilt. Der Audi-Fahrer dagegen kann auch die kurzen Pausen zwischen zwei Regengüssen offen genießen und muss bei einsetzendem Niederschlag nicht verzweifelt nach einem Parkplatz suchen. Doch wie steht es um die sportlichen Qualitäten? Redakteure Claudia und Christian fühlen den beiden auf dem Flugplatz in Mühlhausen auf den Zahn. Erste Disziplin, der Slalom. Hier zeigt sich deutlich, wie gut Fahrwerk und Lenkung zusammenarbeiten. Auch Seitenneigung und Seitenhalt der Sitze können gecheckt werden. Auf geht's ins Slalom. Dann gib mal Gas. ESP ist an und los. Ja, zielgenaue Lenkung, Sitze mit viel Seitenhalt. Das ist ja völlig problemlos. Ja, es fährt sich wie auf Schienen. So fühlt sich das für mich hier als Beifahrer an. Also ich fühle mich da total sicher. Und ja, ich finde es eigentlich schon fast ein bisschen langweilig. Wenn der langweilig ist, dann schalten wir doch jetzt mal das ESP aus und gucken, was dann passiert. Und los! Ja, man merkt schon, er schwimmt ein bisschen mehr. Ja, du bist schon viel mehr beschäftigt. Das Heck, okay. Im Grenzbereich beginnt der S5 zu übersteuern, lässt sich aber, Quattro sei Dank, sogar aus einem 90-Grad-Drift recht einfach wieder einfangen. Der Audi überzeugt im Slalom voll und ganz. Man muss es schon richtig übertreiben, um das Cabrio aus der Bahn zu werfen. Das straffe Fahrwerk bietet dabei ausreichend Restkomfort für die lange Reise. Eine harte Nuss für den BMW. Ja, super direkte Lenkung. Ja, aber ich merke, ich schaukel jetzt viel mehr durch die Gegend. Und ich finde, dass die Sitze eigentlich schon Seitenhalt haben. Also es muss ein... Oh, das ist schon fast das unangenehm. Ja, deutlich mehr Seitenneigung als der Audi. Ja, genau. Das meinte ich. Dieses Wort sucht dich. Also die Lenkung ist ähnlich direkt. Das Fahrwerk ist eigentlich genauso sicher. Ja, man kann einfach super zielgenau um die Pylonen zirkeln. Und das Heck, das wird nur ansatzweise leicht. Ja. Normalen Bereich fährt, das macht überhaupt gar nichts aus. Also man muss scheinbar es richtig übertreiben, um hier irgendeine Reaktion vom Auto zu bekommen. Er liegt ausgewogen einfach. Oder auch nicht! Man kann doch mal bleiben!
Ja, jetzt war der Punkt, das war jetzt halt deutlich zu schnell. Ja. Dann schaut er sich auf und dann ist es halt dann doch irgendwann vorbei. Aber da machen 10 km/h schon was aus, so wie ich das mitbekomme, oder? Das sind keine 10, das sind eher 2, 3. Ah, okay. Im Grenzbereich ohne ESP gibt sich der BMW giftiger. Allerdings muss man ihn schon mutwillig provozieren. Im Alltag ist das Fahrverhalten souverän. Die Seriensitze bieten aber für sportliche Spritztouren etwas zu wenig Seitenhalt. Innen bieten beide Luxus pur, wenn man die richtigen Kreuze in der Aufpreisliste macht. Hinten knausern sowohl BMW wie auch Audi. Erwachsenen sind die Rücksitze nur auf Kurzstrecken zuzumuten. Ansonsten bietet der BMW die typische klare, technisch kühle Anmutung. Die Bedienung gibt keine Rätsel auf. Der Testverbrauch liegt mit 11,9 Litern 2,4 Liter über der Werksangabe. Der deutlich teurere Audi empfängt die Passagiere serienmäßig mit bequemen Sportsitzen. Der S5 gibt sich so auch im Innenraum als Spitzenmodell der Baureihe zu erkennen. Das Cockpit glänzt durch tadellose Verarbeitung und mit intuitiver Funktionalität. Beim Verbrauch dann aber die böse Überraschung. 13,2 Liter im Test und damit 3,5 Liter über der Werksangabe. Zurück auf dem Flughafen. Die Stammtischdisziplin. Beschleunigung. Aber stopp, vorwärts! Ja, aber der Audi nach hinten! 130, 140, 150, 160, ja, 70, 80, 190, 200! Ah, wir stehen! Boah! Wie soll ich jemals meine Haare wieder auseinanderkriegen? Der 335i muss mit weniger Leistung auskommen, wiegt dafür aber weniger und hat statt Allrad nur Heckantrieb. Und ab! Ja, da geht's vorwärts. Ja. Und die 100 sind erreicht. Ach so. Also man merkt eigentlich nicht wirklich, dass der 30 PS weniger ist. Nein, überhaupt nicht. 160. 180. Schon anders wie im Audi. Er schwimmt etwas mehr beim Bremsen. Ja, brutal. Fazit: Das BMW 335i Cabrio überzeugt mit dem geringeren Grundpreis und Verbrauchswerten. Der Motor gefällt ebenso wie das perfekte Doppelkupplungsgetriebe. Dennoch reicht es nicht ganz. Den Sieg fährt der Audi ein, dank der besseren Bremsen, des gut nutzbaren Kofferraums und der praktischen Verdeckkonstruktion.